Aber mit echt cooler Musik, muss ich sagen. Also ja, das ist ein typisches Bonus-Level. Mehr nicht. Ja, Bonus 5. Das ist perfekt, um mal nicht nachzudenken, weil die Skelette, die sterben einfach. Okay, hier kann ich mich nicht durchhacken. Hier auch nirgends. Achso, da ist ein Teleporter, okay. Was ist da? Kann ich mich von hier aus? Ja, von hier aus. Ich kann mich also immer nur von unten rum. Wow. Warum habe ich eigentlich solche Angst? Die können doch fast nichts. So. Genau. Sterben können sie und einen Haufen Truhen beschützen, in dem fast nichts drin ist. Verwirrungssteine sind nicht so toll. So, einfach mal durchschnetzeln. Irgendwie stehen sie da schon Schlange. Ah, hier kann ich mich durchhauen. Und da, ihr seht ja, wie ich die weghaue. So, einmal hier durch. So, dann warten wir, bis wir wieder normal werden. Und machen sie weiter fertig. Also ja, ich will ja nichts sagen, aber die Pyramid of Fear ist nicht so furchterregend wie erwartet. Das ist einfach nur ein Bonus-Level. Okay. So. Hier haben wir aufgemacht. Wir sind fast schon durch mit dem Bonus-Level, okay. Und fertig. Oh, noch ein Bonus-Level gleich danach. Naja, auch gut. Oh, sie kommen aus allen Löchern. Ja. Ich wette, wenn man Zeit und Langeweile hat, kann man hier drin die Tausender-Kombo zusammenkratzen. Na, es gibt ein Steam-Achievement für eine Tausender-Kombi.
Also der 1000er Combo zu schaffen. So. Na gut, die sind wirklich nur Kleinvieh. Die Schätze hier. Na Jungs. Da ist Exit. Na komm. Ich brauche wirklich nur den Angriffsknopf spammen. So. Das weg, euch weg. Das aktivieren. Flasche und One-Up. Also ja. Jetzt müssen wir halt einmal außen rumlaufen, um hier rauszukommen. Bin da gespannt, ob es noch eine dritte Ebene gibt oder ob es das schon war. Gibt tatsächlich noch eine dritte. Wow, das hier ist ein einfacher, riesiger Kampfraum. Also einfach hier stehen bleiben und alles schnetzeln, was uns entgegenkommt. Und einfach mal durchpreschen. Okay, sehr kreativ. Das Exit springt immer hin und her. So. Und durch. You make this place look easy. Sorry, but only new challengers allowed to enter. Okay, ich habe noch ein One-Up dafür gekriegt. Und das war's. Gut. Toll, wenn ich jetzt schon Charant mache. Ich weiß ja nicht, ich möchte eigentlich an das Gold da rankommen, in den Schatzkammern. Aber ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Entweder ist das so der ultimative Schatz, wenn ich Charant gekillt habe. Sonnenaltar. Oder... So the passage is open. When I'm done with you, I will wake Herborn... About the Earth. Wow. Okay. Der ist garstig. Jedenfalls in seiner ersten Phase. Und das war jetzt ein Reflex trinken. Damn Obstacles. Okay, er portet sich. Oh. Das finde ich nicht nett. Au. Das war böse. So, hochheilen. Okay. Come on, children. Wow. Tauchen die immer neu auf, oder... Hä, ich kann hier abhauen? Tatsache. Okay, ich kann jederzeit aus dem Kampf abhauen. Cool. Da ist der Ausgang. Da hole ich mir am besten für ihn ein bisschen mehr Damage. Ich habe ja genug... Oh, ein Fisch diesmal. Ich habe ja genug, um mir mehr... Sword Arc? Nee, Sword Damage zu holen. Und ich könnte mir eigentlich auch
theoretisch noch den Health Pool einmal vergrößern, wenn ich die eins von den anderen beiden geleert habe. So. Schnabulieren wir das da mal und dann geht's wieder rein. Okay, er heilt sich aber auch jedes Mal in jeder Phase wohl neu hoch. Und er heilt seine Plagen hier. Nee, das ist nicht so gut. Wow. Wow. Deckung. Wow, ich sterbe gleich, wenn ich nicht aufpasse. Wow. So, sie alle zusammenziehen. Und einmal durchkommen. Au, und sterben. Nein, 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 nein. Nein, nicht hochheilen, das ist blöd. Ich wollte nicht rausgehen. Okay, er heilt sich immer hoch, wenn ich das Gebiet verlasse. Oder wenn er mich nicht angreifen kann. Gut. Okay, ich muss wirklich alle gucken, dass ich alle irgendwie zusammenziehe, dass ich kombon kann. Wenn ich schon so viele Gegner habe. Und dann mit Combo auf ihn losgehen. So, wenn er neu beschwört, einfach abhauen. Und runterfallen ist auch nicht gut. Er sollte sich nämlich wieder hochheilen. Okay, dann kann ich kurz mal die Zeit nutzen, mich hochzuheilen. Einmal hochheilen, danke. Dann kann ich schnell zu ihm hindashen, weil dann wird er sein Heilen einstellen. Jo. Das heißt, ich muss mich von der Säule möglichst fernhalten. So, dann hoffen. Genau. Damn these pillars. Okay, er dasht weg. Also er haut ab. Und hier geht alles kaputt. Gut, er heilt sich wieder langsam. Au. Oh. Das Ding kann ich kaputt machen. Und dann hauen wir mal schnell hier runter ab. Sacken hier noch den Schatz ein. Also ich mache das wirklich in jeder Phase. Mich einfach dorthin runter verdrücken. Ah, da ist Gold, ein Goldglitch. Okay. Wo war der Teleporter raus? Hier oben. So, ich habe genug Gold für ein Lebensupgrade. Sollte ich mir auch holen. Den Health Pool vergrößern. So, dann fülle ich mich einmal komplett auf. Und dann geht's wieder da hoch. Ich weiß gar nicht, was beschwört er dieses Mal. Oder es ist einfach dieses Mal nur weniger Säulen. Also erstmal ist er stärker und er beschwört weniger Kinder. Wow, und... Ah doch, es kommen genug von seinen Gegnern. Also egal, ob ich jetzt hier... Wow. Heilen, 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 heilen.
Er geht gleich in die letzte Phase. Gut. These pillars again. Okay. Er haut ab. Und heilt sich wieder hoch. Okay. Jetzt muss ich das hier loswerden. Gut. Okay, er heilt sich wohl immer langsamer. Jetzt ist nur noch ein Pillar übrig. Den lasse ich aber jetzt erstmal gut sein. So. Gut, kann ich mir mit dem hier noch irgendein Upgrade holen, was was bringt? Vielleicht eigentlich mehr Defense oder mehr Heilung. Was hast du zu sagen? Ich könnte meinen Sword Arc verbessern. Das wäre eine Möglichkeit. Dann treffe ich ihn häufiger. Ich könnte auch einfach meine Armor verbessern. So, da muss ich nicht so viel einstecken. Und so eine Potion. Gut. Dann kann ich mich nämlich jetzt ein bisschen heilen. So. Und da heilt sich wirklich nicht mehr stark. Heilt sich nur noch langsam. Okay. Wow. Na, gebe ich ihm mal. Wow. Au, das. Stirb, stirb, stirb. Und tot ist er. Und ich bin auch tot. Talk to Richard. Talk to Richard, also Richard Kane. Darüber, dass ich gerade eben den Boss gekillt habe. Sagt er uns was? Congratulations. Sagst du das auch? Ja, das Ohr, das haben wir. Und ich kann hier mal safen. Und was sagt Richard? You have killed was? The temple is free once again. We are grateful for the deeds you have done. May the future bring you exciting new adventures. Okay. Congratulations, you completed this task. Congratulations. Difficulty Bonus, Modifier Bonus, okay. Yay. Damit ist das Projekt ziemlich schnell abgeschlossen. Und wir können Quit machen. Jo. Würde ich sagen, damit verabschiede ich mich mal von diesem kurzen Projekt. Das war wirklich ziemlich kurz wieder. Waren ja jetzt nur 3 Aufnahmesessions oder so, aber hat trotzdem Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ja, das Add-on hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen als die Hauptkampagne, auch wenn die Hauptkampagne jetzt etwas größer war. Also es gab 4 Bosse, nicht nur 3. Aber allein schon die Sache mit der Stadt und dass man denen da Ärzte bringen musste, das fand ich sehr cool gemacht. Also ja. Das Projekt ist jetzt leider rum, das heißt, es geht im Augenblick dann nur noch weiter mit Age of Mythology. Ich werde dann ja sehen, was ich dann noch so einschiebe, bevor ich die nächsten längeren Projekte anfange, weil vorher will ich Age of Mythology vielleicht gern mal durchhaben. Also bis dann.